Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Pokémon Blattgrüne Edition. Ich muss mal schnell schauen, was wir letztes Mal gemacht hatten. Yuratsa LP kommt auf jeden Fall nach hinten und X-Fighter nach vorne, das weiß ich noch. Denn ich hatte das riesige Glück, diese gesamte Session 2 Stunden lang schon mal aufgenommen zu haben. Ist das nicht wunderschön? Ja. Nur dummerweise habe ich es hingekriegt und mein Programm ist abgestürzt und dann waren die Dateien weg. Dementsprechend, ja, werde ich halt alles nochmal testen, in der Hoffnung, dass es irgendwie klappt. So. Gut, dann gehen wir so, in der Hoffnung, dass wir hier halbwegs gut durchkommen. Dummerweise haben wir kein fliegendes Pokémon, das heißt, wir können vor den Dickdrehen nicht fliehen. Hätten wir jetzt einen Taubsi oder so, könnten wir locker abhauen. Also, was heißt locker abhauen? Es müsste immer noch schneller sein als die Dick da. Aber, naja. Das Ärgerliche ist, ich hatte tatsächlich ein Dickdreh gefunden. Ja, ein richtig gutes Dickdreh. Und zwar ein starkes. Auf Level 29. Gefangen war mein stärkstes Pokémon. So, super, gell? Ja, das ist jetzt jedenfalls weg. Was mich tierisch aufregt. Ernsthaft. Das... Boah! Ja, dementsprechend habe ich das Ganze schon mal gemacht. Ich kann ja mal kurz erläutern, was ich gemacht habe anhand des Beutels. So, Karte ist hier. Gut. Okay, wir sind jetzt hier in der Dickdas-Höhle. Ungefähr hier irgendwo. Wir kommen jetzt hier raus. Dann können wir hier neben dem Weg einen Assistenten finden. Natürlich erst, nachdem wir 3 Pokémon-Berichte noch gekriegt haben. Wenn wir diesen Assistenten ausgesucht haben, haben wir die VM Blitz. So, Blitz müssen wir irgendjemandem beibringen. Das heißt, wir werden in diese Höhle gehen, in den Mondberg und uns ein Pipi fangen. Wenn wir dieses Pipi haben, dann machen wir uns auf den schnellsten Weg hierhin, durch den Felstunnel, da ist es dunkel, da müssen wir erst hell machen. Wenn wir da hell gemacht haben, dann können wir hier, das Kraftwerk können wir nicht betreten, kommen wir hier in dieser Stadt raus. So, von dieser Stadt aus können wir nach hier hingehen. Also, letztes Mal hatte ich hier gespeichert. Von dieser Stadt aus können wir nach hier hingehen. Hier kriegen wir einen Tee. Wenn wir den Wachen geben, dann können wir hier komplett einfach durchlaufen. Das heißt, wir können auch hier hin, in diese Stadt kommen wir rein. Das ging vorher nicht. So, und ja, das ist jetzt so das, was ich so nach und nach erreichen werde. Und ich werde aber gar keine ganzen Sessions mehr aufnehmen, da das Teil ja scheinbar abschmieren scheint. Dementsprechend werde ich immer nur so 20 Minuten aufnehmen, pausieren, 20 Minuten aufnehmen, pausieren. Sei ein Dickdreh. Oh Mann, oh. Bin drauf und dran, mir einen Schutz zu kaufen, dann komme ich wirklich nur noch Dickdreh. So, vernichten wir dich halt auch. Leichte EP. Billigste EP. Aber leider nicht viele EP. Das ist ärgerlich. Naja. So, gut, der Part, der letzte ist übrigens noch nicht drauf, also drauf ist noch nicht draußen, der letzte YouTube-Part. Wer sich vielleicht erinnern kann, ich hatte eine kurze Pause, ich konnte fliehen, aha, ich hatte eine kurze Pause und ja, die lag einfach daran, dass ich die Aufnahme gemacht habe und dann war ich so demotiviert, das kann man gar nicht glauben. So, wir schweben derweil wieder hier hin. Ja, ich möchte den Zerschneider einsetzen. Yuratsa, tue deinen Dienst. Zack, so. Gut. Jetzt weiß ich, was du willst. Du willst nämlich gerne 10 verschiedene gefangene Pokémon. Weißt du was? Ich habe nur 7. Das bedeutet, ich brauche ein Safkorn, ein Hornlio und ein Raupi. Oder ein ähnliches Pokémon oder so ein Scheiß. Das ist ärgerlich. Naja. Hier ist auch nochmal. Haben wir ein paar da. Gehen wir hier halt mal raus und gehen auf Pokémon-Tour und fangen uns noch ein paar verschiedene Pokémon. In der Hoffnung, dass 2 oder 3 davon überleben. Hey du, ist hier ein Pokémon? Ja. Haben wir das gefangen? Nein. Siehst du, Taubsi. Taubsi, oh yeah, fuck yeah. Das mächtigste Pokémon ever. So, das sollte sich dann doch fangen lassen, bete ich zumindest. Du bist auf Level 2, lass dich fangen. Oh, ich hab keinen Bock. Okay, dann werde ich dich mit Egelsamen bepflanzen. Damit du mir einen harten Kampf machen kannst. Weil du ja so ein mächtiges Pokémon bist. Das ist fast legendär, so mächtig bist du. Alter, leck mich. Ja, dieses Taubsi gibt uns jedenfalls ordentlich einer aufs Maul. So wie es sich gehört. Deswegen ist es jetzt vergiftet und hat Egelsamen drauf und kann mich gerade mal...
Das ist auf jeden Fall Pokémon Nummer 8. Das kriege ich gefangen. Zack, erstmal wieder geheilt. Um 1 KP. Scheiße. Ey, egal. Und was mache ich jetzt? Wechseln wir halt mal auf Hyrase LP. Einfach weil wir es können. Hier, Hyrase. Heißt das eigentlich Juras oder Chowis oder Hyrase einfach? Ich weiß es nicht. I don't know. I really don't know. So, now the Taubsi is scheiße. Ach Gott, leck mich natürlich am Volltreffer, ne? Ach man, ja, Arschlöcher, ich wollte. Oh Mann, das war verschwendet, AP und Zeit und alles verschwendet. Alles für den Arsch, Mann. Ich bin angepisst. Du bist schuld, Mann. Fuck it. Ach, leck mich. Wie die Scheiße nochmal los, ey. Obwohl. Nein, nein, da will ich gar nicht drüber reden. Rankenhieb ist trotzdem zu gefährlich und stark. Alles, was man machen könnte, wäre eine Intensität noch. Ach, leck mich doch, ey. Aber ich muss ja 10 Pokémon fangen. Unbedingt, weil ich 10 Pokémon brauche. Ich könnte natürlich auch für Ratze LP auf Level 20 trainieren. Da hätte ich dann Weste schon und so, gell? Aber das kommt später erst noch. Bei unseren Freunden auf dem Weg zum Felstunnel. Man lässt sich wieder nicht fangen. Dann wechseln wir doch mal auf Georock. Yeah. Auf unseren Freund Komil. Jo. Also, unser Freund ist er gar nicht. Ich glaube, er kennt meinen Channel gar nicht. Komil hat den hohen Vorteil, er kriegt keine KP abgezogen von diesem Taubsi. Weil er eine hohe Verteidigung hat. So. Du kriegst schön aufs Maul. Muss doch einfach mal sein. Hau mir eine unserer 30. Hat keine Wirkung, gell? Ja, genau. Unsere 30 AP raus. Ganz einfach. So macht man das hier. Nicht effektive Attacken einsetzen. Da kannst du AP verbraten, so viel wie du willst. So eine Attacke mache ich noch und dann fange ich das Kackvieh hier. Und dann fliegt es für immer und ewig auf die Bank. Oder vielleicht... Nein, es fliegt in die Pension. Da kann es dann ein bisschen trainiert werden. Und wenn wir Fliegen haben, dann können wir es rausholen. Dann haben wir es auf Level 7 oder so. Dann können wir sagen, hey, wir haben ja Taubsi auf Level 7. Wir werden es jetzt auf 1 auf Level 24 fangen. So, durch Gift verletzt mir ist Wert gefangen. Ich habe keinen Bock auf dich. So, beten wir mal, dass es funktioniert. Ersten 8 Minuten sind schon wieder aufgenommen. Das hier wird wahrscheinlich dann auch die erste Folge übrigens, die in HD 720p gerendert wird. Und zwar auch mit dem neuen Aufnahmeverfahren. Es... Ein vorwiegend in Wäldern lebendes Pokémon, das zur Verteidigung mit den Flügeln Sand aufwirbelt. Taubsi, ein Kleinvogel. Fuck, habe ich einen guten Namen? Weiß nicht. So, Müller. Ein Flügelfitzer. Badumts. Was? Ja, natürlich. Ich habe ja ein Pokémon im Team gefangen und so. 8 Pokémon. Brauchen wir ein 9. Ja, halt's Maul. Ich brauche ein Raubi. Gib mir ein Raubi oder ein... Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Pokémon, die man niemals wieder brauchen wird. Das ist gar nicht schön. Will dieses Pokémon nicht. Mann. Scheiß Assistent. Und das Schlimme wird ja, irgendeiner fordert dann 40, Mann. 40 Pokémon. Ich weiß gar nicht, was ich da fangen soll. Das sind nur scheiß Pokémon, ey. Mann. Giftbude auch noch. Wenn du gescheit aufs Maul kriegst hier, so wie sie es gehört. Allgemein könnte ich ja tatsächlich noch 1-2 Pokémon fangen, die ich dann schon mal groß ziehe und auf perfektes Niveau ziehe. Aber ich habe mich noch gar nicht entschieden. Eins sollte ja mein Diktri werden auf Level 30, das ich mal gefangen hatte. Man erinnert sich. Ne? Könnte ich eigentlich dann sogar mal kurz zeigen. Davon habe ich 35 EP, da kann ich die ganze Zeit vergiften. So, einfach weil wir es drauf haben. Und dann fangen wir uns dieses Raupi. Dieses Raupi wird dann auf den PC fliegen, weil es wertlos ist. So. Und wir setzen Giftpuder ein. Ach so, es ist bereits vergiftet. Na sowas. Ja. Wie Sie sehen, es passiert nichts.
Ah, dummerweise weiß ich auch nicht, wie ich den Speed increasen kann hier. Müsste mal gucken. Nein, wann anders. Zack, so. Das reicht. Bitte. Hab keinen Bock, gegen einen Käfer zu kämpfen, der mir so auf den Sack geht. Zack. 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 Perfekt. Nächstes Pokémon gefangen. Jetzt brauchen wir noch eins und dann ist Ruhe. So, ja. Eintrag im Bögedex. Bögedex, jo. Nö. Zack, rennen wir noch ein wenig. Bidum, bidum, bidum. Bitte kein Raupi. Das ist ein Raupi. Ich will kein Raupi. Weil Raupi scheiße sind. So. Ja, ja, heul rum. Ist nicht schlimm. Na bitte, da haben wir auch schon das nächste Pokémon. Ein ultramächtiges Hornliu, das wir fangen müssen. Moment. Zack, nochmal schnell so. Scheiße! Fuck! Ich hab die ganze Zeit A-Knopf gedrückt. Oh, ist ja ärgerlich. Übrigens wird es eventuell vielleicht, nur vielleicht, bald ein Wii-Let's Play geben. Ich habe mir so einen Billig-Grabber gekauft, also USB-Grabber, wer weiß, was das ist. Ist ganz einfach ein Adapter, mit dem man die Wii auf den Laptop bringt. Leider habe ich keine TV-Karte, dementsprechend schlecht wird die Videoqualität sein. Es wird einfach ein reines, damit es mal gemacht worden ist, Zeug sein und so, gell? So. Gut, give me my KP back and now are vergifted. Oh no, you are not vergifted, so I have to set ein doppelt so viele Attacks as by Raupi was did. And so. Ja, und das werden wir jetzt auch ungefähr machen. Die ganze Zeit Giftpuder einsetzen, weil es die einzige Attacke ist, mit dem wir dieses Viech nicht killen. Was ziemlich ärgerlich ist. Naja, das ist halt so, wenn man nur Angriffsattacken drauf hat. Dafür gibt es in späteren Spielen dann den Flottball, aber den gibt es hier leider noch nicht. Was saumäßig ärgerlich ist. Also drücken wir halt mal zweimal A und lassen die Dinge geschehen, wie sie geschehen müssen. So, ja, und nachdem ich das Pokémon hier gefangen habe, werde ich mal anfangen und hier so ein wenig alten Spielstand zeigen mit dem Diktri. So, das soll die letzte Runde gewesen sein. Nächste Runde fangen wir uns ein mächtiges. Nein, wir fangen uns gar keins mehr. Ich will ihn nicht haben. Keiner will ihn haben. So, Beutel, Pokéball. Sieh zu, dass du in meinen Pokéball kommst. Und dann kommst du nirgendwo hin. Ich finde dich nicht scheiße. Zack, zack, zack. Okay, perfekt. Wunderbra. So. Ja, auch hier ein Eintrag. Hornliu Nummer 13, 30 cm groß, 3,2 kg Gewicht. Dieses Pokémon lebt in Wäldern und ernährt sich von Blättern. Es trägt einen giftigen Stachel. Klar. Weil mir einfach nichts Besseres einfällt. Hansi! Ja, Hansi. So, gehen wir da raus. Ja, ja, stört mich nicht. Es war besser fürs. Es war nicht ein Scheißviech. So, dann heilen wir schnell unsere Pokémon. Dann rennen wir zu diesem tollen Assistenten, diesem kompetenten Volltrottel da. Ja, hier habe ich mal geguckt. Eventuell kann man hier unseren Kumpel finden, da unseren Konkurrenten Zock. Aber wir können es perfekt gut. Wir können es leider nicht mehr. Habe ich verpasst. Tut mir leid. Wird wohl doch kein 100%, weil wir Zock einmal verpasst haben. Ärgerlich, aber boah. So. Oh Mann, jetzt habe ich so viele Pokémon. Ich will diese Pokémon nicht. Das ist scheiße. Habe ich eigentlich einen Schutz? Könnte ich nutzen, um Diktri zu finden. Ja. Ich habe keinen Schutz. Dam, 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 scheiße. So, dann gehen wir halt mal weiter. Wir müssen einen Assistenten zu verkloppen. Oder ihm vielleicht einfach unsere Pokémon zeigen. Aber ich möchte ihn lieber verkloppen, weil der Arsch meine Pokémon sehen will. Yo, Juras LP. Schreite zur Tat. Hey du, ich habe 10 Pokémon. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Nein sage? Nö. Ich habe eine gute Erzählung. Wow. Super. Wundervoll. Ich muss dir einfach ein Geschenk geben. Aber nur wenn du 10 verschiedene Pokémon. Du hast keine 10?
Dann habe ich eine Idee. Du holst dir 10. Super. Das ist eine hammergeile Idee. So, wie gesagt, wir gehen jetzt nach oben raus. Und wir gehen nicht in Digdas Höhle. Wir gehen in eine andere Höhle, in den Mondberg. Ja, weil, einfach weil. Ja, einfach weil. Ihr müsst gar nicht wissen, wieso. Einfach weil. So. Dann gehen wir hier mal in den Markt. Gucken mal, ob wir einen Schutz finden können. Hast du schon Schutz im Angebot? Vermutlich nicht. Kaufen. Doch, er hat schon Schutz. 90. Nein, natürlich nicht. Ich kaufe mir erst später was. Ich brauche eigentlich jetzt noch gar nichts. Pokebälle habe ich hier genug, um das Kackvieh hier zu fangen. Alter, hör auf. Hör auf zu schweben, ernsthaft. Das ist nicht cool. Gehen wir da hoch. Glücklicherweise keine Trainerkämpfe mehr. Wir haben sie ja alle schon besiegt. Und dadurch sind wir extrem schnell im Mondberg. So. Dann rennen wir mal da hoch. Wie gesagt, wir suchen jetzt ein Pipi, weil es zu den Pokémon gehört, die Blitz lernen können. Ich habe nicht keinen Bock. Ah, mir fällt gerade ein, ich habe Pokémon dabei, die ich eigentlich gar nicht dabei haben will. Zum Beispiel ein Raupi und ein Taubsi. Habe ich hier eigentlich schon alle Gegner? Ich glaube nicht, nicht. Ja, du bist das Pokémon, das ich nicht haben will. Dementsprechend nein. Tschüss. Tschüss, tschüss. Es tut mir leid. Obwohl eigentlich, nein, ich habe ja schon eins. Sonst hätte ich jetzt eins gefangen, weil die sind nicht halt echt übelst gut neben Onix. Ich glaube, hier oben habe ich noch nicht alle Trainer besiegt, oder? Nein, die Görde habe ich, glaube ich, noch nicht, zum Beispiel. Yay, du bist ein Pokémon, das keinen Blitz lernen kann. Ich hasse dich, bist scheiße, verpiss dich. Ah ja, ich habe ja einen Angsthase auf Jöras LP. Oh, habe ich dich schon? Ja, Yay! Ein wundervolles... Mann, diese Viecher gehören zu den verhasstesten Pokémon ever, weil sie bis auf die letzten Editionen allesamt in jedem Dafug, ich habe einen noch nicht besiegt. Oh, damit hatte ich nicht gerechnet. Und er hat mächtige zu eine grauenhafte Qual. Hyperzahn trifft relativ oft. Sollte reichen, sollte locker reichen, weil die Attacke übelst mächtig ist. Ja, 126 EP, wie man sieht, das bringt gar nichts. So, nein. Jetzt kommt ein Retter, weiß noch nicht, ob ich das schon gesehen hatte. Es senkt meinen Angriff, das ist scheiße. Ja, wir setzen einen Ruckzucki, zack, bam. Okay, dann setzen wir ein den etwas stärkeren Zerschneider. Also gleich. Einfach damit ihr die Attacke mal gesehen habt. Und dann setzen wir noch einen Ruckzuckhieb ein, damit uns dieses Viech nicht zu Eich schadet. Ist ja ein ziemlich... Ach, oder wir setzen Zerschneider ein. Das macht keinen großen Unterschied. So. Gut, 145. Aus, reicht sogar. Wundervoll. Level 15. So. Gut, wunderbar. Okay. Dann ist hier oben vermutlich ein Item. Genau. Nicht die TM-Raub. Ah, das ist gut. Da rein bitte. Da hoch bitte. Nein! Ach, ich will nichts von dir. Ich habe schon Pflanzen-Pokémon. Käfer-Pokémon habe ich 2, wollte ich beide nicht haben. Bin ich hier falsch? Guck da. Sei doch bitte ein Pipi. Kein AA, kein Pipi bitte. Mann, oh. Habe ich dich eigentlich schon besiegt? Ja. Zieh Leine, Kitty. Ha, bedummts. Ha, ha, ha. Du bist ja so lustig. Ha, 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 ha. Alter, sei ein Pipi. Du bist kein Pipi. Du bist AA. Mann, Bebe bist du. Und tschüss, ich hau ab. Weggeworfene EP. Wir fliegen wieder. Yeah. Scheiß Emulator-Schwierigkeiten. Sei ein Pipi, bitte. Ich will ein Pipi. Oh Mann, ich brauche ein Pokémon, das Blitz lernen kann. Ich habe keinen Bock, Bisaflor kann es, glaube ich, noch lernen. Dem will ich es nicht beibringen.
soll so ein Wegwerf-Pokémon sein, dem man es beibringen kann, weil Blitz ist wirklich eine Scheißattacke. Ernsthaft. Also, zumindest. Ja. Scheißattacke nicht, sie ist schon nützlich, aber... Es hängt halt die Genauigkeit vom Gegner, dann trifft er dich nicht mehr so oft. Wenn man damit... Wenn man die gut einsetzt, dann kann man da schon viel machen. Zum Beispiel Doppelteam und Blitz 5-mal jeweils. Dann wirst du nicht mehr getroffen. Faktisch wirst du nicht mehr getroffen, weil du so gut wie immer ausweichst. Und wenn du mal nicht ausweichst, dann trifft der Gegner nicht. Also von daher, tja, kann man schon nutzen. Alter, leck mich. So, ich setze jetzt ein Zeichen, weil du auf Level 9 bist. Scheiß Viech da, ey. Das überlebt sogar noch. Mann, oh, yeah. So, Zeichen gesetzt, keine Zubats mehr. Ich habe eins besiegt, ich hasse sie, ich werde sie alle besiegen. Bring mir ein Pipi. Das ist scheiße, kein Pipi. Scheiß auf, wenn ich so ein Kackviech zu finden. Da hier schon der Wissenschaftler ist, müssen wir jetzt hier in diesem Raum hier irgendwo ein Pipi finden. Kein Paras, ein Pipi. Und ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 21 Minuten. Dann würde ich doch mal sagen, mache ich jetzt noch schnell eine Sache. Ich speichere auf F6, würde ich mal sagen, und lade mal F2. Das war das Diktri, das ich gefangen habe. F3? War keiner da. F4 war in der Arena, F5 war irgendwo, F6 hat man gerade gespeichert. Scheiße! Ich setze die Aufnahme fort, jetzt. Ja, da bin ich wieder, dummerweise habe ich F9 geladen und F9 ist bekanntlich, ja, doof, ne? Ziemlich ärgerlich, ich habe die Datei gar nicht mehr. Halt, fuck, rein da. Ja, dann wird wohl die letzte Folge doch nochmal mit Windows Movie... Nein, wird mit OpenShot geschnitten. Punkt. Rendern mit OpenShot. Sei ein Pipi, sei ein Pipi. Ich will doch ein scheiß Pipi und kein... Kein Krebs, kein Käferkrebs da. Du bist immer noch kein Pipi. Paras, ich hätte kein Problem, wenn du Blitz lernen könntest, dann... Du wärst sofort ein Teammember. Du kannst zwar keinen Blitz. Dementsprechend bist du scheiße. Jetzt habe ich es ihm aber gegeben hier. Alter, leck mich. Mano, Mano, Mano. Ich will nicht, ich will die alle nicht. Keiner will die. Mann. Scheiß Viecher, das sind extrem selten. Deswegen findet man so gut wie nie eins. Stattdessen findet man dumme Fledermäuse, die hier jeden... Mann! Mann! Fuck off, ey. Fuck all off, ey. Don't want this. Don't really don't want this. No one wants this. Okay, so. Wir fangen Pipi in der nächsten Folge. Kein Bock auf die Scheiße. So, ich beende die Aufnahme. Genau. Ich sage auf jeden Fall erstmal Tschüss. Ich bin der Strohzock. Man sieht sich nächste Aufnahme. Tschüss.